Hallo liebe Freunde, ich habe mir was anderes mal geleistet. Nicht 1 zu 28, 2 weg, 1 zu 8. Und das war in dem großen Paket. Der Arma Creighton EXB. EXB für Extreme Basher. Und ich will mich jetzt nicht zu lange mit der Schachtel da aufhalten, sondern ich würde sagen, wir machen Unboxing und schauen wir das Teil mal an. Da ist er. Ein Traum von einem Auto. Aber das Teil wird als Roller verkauft und Roller bedeutet, wir haben nichts drinnen und ich zeige euch jetzt dann gleich, was ich mir alles dazu gekauft habe, wo ich glaube, das würde für den EXB am allerbesten sein. Schauen wir es uns an. So, der Creighton steht jetzt da hinter mir und ich würde sagen, schauen wir uns die Teile an, die ich mir dazu bestellt habe, um den Creighton auszurüsten und fahrbereit zu machen. Da sehen wir gleich, das war beim Creighton dabei. Wir haben hier ein paar Imbusschlüssel, einen kleinen Radmutternschlüssel und hier für Dämpfer noch andere Platten und eine kleine Bedienungsanleitung. Als nächstes habe ich mir genommen eine Regler Brushless Combo von Hobbywing, Esrun Max 8. Da sehen wir hier den Regler, den Motor. Der hat 2200 kV. So, was haben wir als nächstes dazu? Natürlich brauchen wir auch einen Servo. Das ist ein 25 Kilo Servo. Den habe ich mir im Amazonas geschossen. Mal zum Ausprobieren. Vielleicht kommt da mal auch irgendwann ein stärkerer Servo rein. Aber ich probiere es einmal am Anfang mit der etwas günstigeren Variante. Was ich noch dazu genommen habe zum Schutz, sind sogenannte Skidplates. Laut der Beschreibung hat er vorne bei der Stoßstange schon ein gescheites Skid drinnen, zwar aus Kunststoff, aber das sollte passen. Jetzt habe ich hier noch ein hinteres Skid und das fürs Mitteltief. Dieses hier gibt es auch mit einer Öffnung, mit so einer Stauböffnung. Dadurch, dass ich aber versuche, das Auto innen drinnen staubgeschützt zu machen, wäre es natürlich blöd, wenn von unten dann der Staub reinkommt. Deswegen habe ich die geschlossene Variante genommen. Das Teil gibt es bei ARP. Das verlinke ich euch dann nachher auch unten. Muss euch noch etwas anderes zeigen, was ich vom ARP bekommen habe, was eigentlich ganz genial ist, aber dazu gleich später. Was brauchen wir noch? Ja, wir haben hier ein Mudguard, ein Center Mudguard. Das kommt hinten zwischen die Schwingen hinein, um den Staub ein bisschen abzufangen. Würde aber nicht reichen. Wir brauchen hier auch noch die Mudguards auf den Seiten. Und eben, ich habe vorher gesagt, bei ARP Design bekommt man hier wunderhübsche EXB Mudguards mit dem Branding. Was mir auf der Homepage aufgefallen ist, der Kollege hat hingeschrieben, wenn ich ein anderes Design will, dann kann man auch ein anderes Design haben, man soll es nur angeben und er wird dann schauen, ob er das machen kann. Ja, und deswegen habe ich mir für mich gecustomized. Meine Startnummer, die ich normalerweise bei den Rennen habe, Hashtag 77, war er so nett und hat mir eben die hinteren Mudguards mit dem Design gemacht. Finde ich cool, bin schon gespannt, wie die am Creighton ausschauen. Was braucht man dann noch? Ich habe mir noch dazu genommen, obwohl Werkzeug dabei ist, hier so einen Imbusschlüsselsatz. Da sollte ich eigentlich alles dabei haben, was ich brauche. Ja, Ladekabel, passend für meinen Q200 Lader, mit einem XT90 Stecksystem. Warum XT90 Stecksystem? Das war jetzt auf dem Regler drauf und man dachte, ich baue jetzt gleich alles um das herum. Was braucht man noch? Ja, damit er fährt, brauchen wir auch noch Akkus. Und zwar habe ich mir hier zwei Varianten genommen. Das Ganze funktioniert mit 4S und mit 6S. Ich habe einmal hier eine 4S Variante. Hier ist aber noch nicht das XT90 verbaut. Da habe ich mir dann gleich hier die passenden Stecker dazu genommen. Die muss ich noch umlöten. Und dann hier noch einmal, klar, damit man es schön ausschöpfen kann, 6S Variante. Also nicht voll 6S, sondern das sind immer zweimal 2S und zweimal 3S. Ja, und damit wir die Akkus auch sicher laden, sicherheitshalber noch zwei Lipo-Bags zum Laden. Und dann habe ich geglaubt, weil ich habe ja genug Videos geschaut und dort wurde alles erklärt und die Leute haben das eingebaut und hin und her. Was aber die anderen YouTuber immer vergessen, das ist ein Roller. Da ist sonst nichts dabei. Keine Elektronik, keine Akkus, so wie ihr seht, die ganzen Zubehörteile. Was braucht man am Motor? Da braucht man Ritzel. Ritzel ist keines drinnen.
Zwar natürlich ein Kollege von mir so nett und hat mir hier einmal leihhalber ein 13er Ritzel gegeben, weil die Ritzeln jetzt im Moment gerade schwer verfügbar sind, aber ich habe gesehen, ab Ende Mai soll es die wieder geben. Ich probiere es jetzt einmal mit einem 13er Ritzel. Ja, und wie soll der Motor drin halten? Natürlich gibt es eine Motorhalteplatte, ja, die man auch schön hin und her verstellen kann. Aber für den Motor selber waren keine Schrauben drinnen. Also war der Kollege auch nochmal so nett und hat mir hier die passenden Senkkopfschrauben gegeben. Und zwar M4-Schrauben mit 12 mm Länge. Jetzt bin ich da kein Profi. Ich baue zwar ganz viel an meine Jumos und an meine kleinen Flitzer, am großen nicht. Das heißt, ihr seid jetzt live mit dabei, wie ich die ganzen Teile in den EXP mit einbaue. Und schauen wir mal, ob ich das alles schaffe. Ich werde mir natürlich die Anleitung zu Hilfe nehmen, weil das ist zum ersten Mal, dass ich das mache. Ja, ein Teil habe ich noch vergessen. Das sieht man hier jetzt noch nicht gut. Das werdet ihr dann beim Auspacken sehen. Und zwar haben wir hier Dusty Motors. Was ist Dusty Motors? Ich würde sagen, ich packe es jetzt noch nicht aus, sei nur so viel gesagt. Ein Staubschutz unter der Karosserie, damit wir im Chassis, in der Wanne und überall nicht zu viel Staub sammeln. Schauen wir mal, ob das was bringt und wie sich das Ganze verbauen lässt. Ich würde sagen, jetzt legen wir mal los, holen uns den XP her und fangen an zum Schrauben. Hallo, ich verstecke mich da jetzt gerade hinter dem XP. Auf meinem kleinen Schrauberplatz ist es nicht so einfach, aber es wird schon irgendwie hingehen. Die Skidplates würde ich als erstes verbauen. Und zwar hier vorne sehen wir den Bumper, der hier eigentlich schon den Schutz drüber hat. Das heißt, hier kommt jetzt einmal keins drüber. Können wir ja sicher irgendwann einmal im Nachhinein, sollten wir es brauchen, draufgeben. Wichtig ist jetzt das Skidplate hier drüber und eins hier. Die Skids sollen einfach das Chassis bei harten Landungen unterstützen und ein bisschen versteifen. Ja. Wir drehen hier die passenden Schrauben raus. Ich habe mir das Gitter jetzt einmal hergerichtet. Das heißt, mal auspacken. Es sind auch Schrauben mit dabei. Warum sind Schrauben mit dabei? Wir haben hier ein bisschen eine Höhe. Das heißt, wir bräuchten um das ein bisschen mehr Schraubenlänge. Und deswegen sind da jetzt dann noch zusätzliche längere Schrauben dabei. Was ich jetzt aber vergessen habe, das werde ich mir jetzt gleich noch holen. Einen Schraubensicherungslack, damit wir die Schrauben schön fest anziehen. Das Auto hat ziemlich viel Kraft, viel Vibrationen beim Fahren und im Endeffekt ja, könnt ihr uns vielleicht die Schrauben deswegen rausdrehen. Ich hole den noch schnell und dann machen wir gleich weiter. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir hier den blauen mittelfesten, jetzt sieht man sie noch besser, den blauen mittelfesten Schraubensicherungslack geholt und die Platte gibt ja vor, welche Schrauben wir aufdrehen müssen. Ich fange jetzt einmal an, ich weiß jetzt nicht, was mir da vielleicht entgegenkommt, sich lockert oder dergleichen. Aber wir drehen es einmal heraus. Ja, die sitzt schon sehr fest. Und offen. Ja, die dürften schon gesichert gewesen sein. Gut, ich drehe mal die Schrauben raus und dann schauen wir, dass wir das Skid hineinbekommen. So, den ersten Skid habe ich verbaut. Nur leider hat sich ein Problem dargestellt. Diese Schraube wollte nicht so ganz. Und somit habe ich es jetzt einmal nur mit den 5 Schrauben angeschraubt. Die bekomme ich einfach nicht raus. Ich werde die wahrscheinlich irgendwann ein anderes Mal mit den Kollegen gemeinsam aufbohren, aufschrauben oder dergleichen, damit wir auch hier die richtige Schraube setzen können. Gehen wir nun weiter zum hinteren Skidplate. Das hintere habe ich jetzt schon mal eingebaut. Wir sehen hier die 4 Schrauben und hier noch eine. Hier gibt es aber keine Bohrung. Wir haben aber auch hier Platz innen drinnen. Das heißt, hier müssen wir eine 4 mm Bohrung setzen und dann wird die ganze Schose von der einen Seite natürlich mit der Senkkopfschraube und von der anderen Seite mit einer selbstsichernden Mutter gemacht. Ich will euch das nicht antun, wie ich jetzt bohre. Ich werde schnell die Bohrung machen und dann schrauben wir das Ganze fest. Die beiden Skids habe ich jetzt drinnen. Jetzt fangen wir an mit den Mudguards. Ich bin jetzt gerade drauf gekommen, das mit dem Logo ist zwar ganz nett, aber zuerst kommen ja die Mudguards auf die Schwingen und nachher kommt noch das Center Mudguard drauf und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Teil dann wirklich
den Schriftzug noch freigibt. Ich baue es jetzt einmal ein und schauen wir mal. Wichtig ist, es sind Beilagscheiben dabei, damit das nicht so leicht ausreißt. Die Beilagscheibe auf die Schraube drauf und dann den Mudguard befestigen. So, jetzt kann man da wunderbar sehen, ich habe die beiden schon eingebaut. Und jetzt geht es um den Center Mudguard, der hier reinkommen soll. Und wie ihr sehen könnt, das Teil ist da jetzt durchgehend. Also eigentlich müsste ich die ganze Schose ausbauen. Ich habe jetzt mit mir selber beschlossen, ich werde hier mit dem Stanley-Messer einen Schnitt setzen und werde versuchen, das Teil jetzt einmal so einzupassen, indem ich es dann einfach aufdrehe. Möge die Übung gelingen. So, den Center Mudguard habe ich jetzt einmal ausgelassen, weil mich hat es einfach gestört, dass meine Startnummer, mein Logo da hinten abgedeckt ist. Ich nehme mal an, dass die Karosserie, wenn sie drüber ist, eh genug abfangen wird. Die Stoßdämpfer sind durch die beiden Side-Mudguards eh gut geschützt. Und als nächstes widme ich mich dem Servo-Einbau. Auf meinem Schreibtisch sieht es jetzt eigentlich schon ziemlich aus wie auf einem Schlachtfeld. Ich hätte mir das einfacher vorgestellt. Teile nehmen, einfach einbauen. Ich habe jetzt einmal den Regler hier eingebaut und mal eingeklebt. Kabel unter der Welle durchgeführt, hier unter dem Versteifungsding. Natürlich passt der Stecker auch nicht auf meinen Empfänger. Das heißt, ich brauche jetzt einmal Stecker für meinen ESC, also für den Regler, und für meinen Servo. Was für ein Spaß. Ja, also wer glaubt, der kauft sich einen Roller, schmeißt die ganzen Sachen rein, der wird ein bisschen enttäuscht sein. Das sieht man in den anderen YouTube-Videos eigentlich, glaube ich, nie so wirklich. Man sieht nur, die bauen sich die Sachen ein, das dauert zwar auch 15 Minuten, weil sie viel herum erzählen. Und am Ende des Tages geben sie ihn raus, bashen durch die Gegend und alles gut ist. So ist es leider nicht. Und ich hoffe, mit meinem Video kann ich euch da ein bisschen auf den Boden der Realität zurückholen. Ich werde trotzdem erst einmal weitermachen. Der Regler sitzt jetzt mal fest. Hier den Einschaltknopf werde ich dann noch da hier irgendwo verbauen. Als nächstes schaue ich mir mal an, wie der Motor reingehört. Hier ist die Aluplatte, die wir rausnehmen müssen, auf die da, die müssen wir jetzt rausnehmen. Auf die wird der Motor da mal verschraubt, mit Ritzel gleich drauf. Und dann können wir auch schon mal anstecken, dann haben wir das einmal verbaut. Ja. So, die Platte habe ich jetzt mal draufgegeben. In der Beschreibung ist angegeben, dass die Kabel zur Seite schauen sollen und die Platte so drauf gehört. Das Ritzel habe ich jetzt auch schon draufgesteckt. Das soll eigentlich ziemlich bündig mit vorne sein. Das Ritzel hat, wie man vielleicht hier sehen kann oder auch nicht, leider nicht, zwei Madenschrauben drinnen. Und bevor ich es jetzt mal fix einbaue, werde ich das erst einmal reinschieben und schauen, ob ich mit den Motorkabeln überhaupt noch zum Regler dazu komme. So, Motor ist jetzt drinnen. Jetzt müssen wir noch schauen. A, B, C. Das heißt, der unterste ist der Mr. A. Den sollte man hier durchführen und dann einstecken. So, der erste. Der zweite. Ja, die werde ich nachher mit einer Zange noch nachstecken. Aber hier sieht man jetzt schön, geht sich gut aus. Die Kabelführung, da werden wir auslassen können, weil die Kabel ja doch nicht so lang sind. Und ich würde sagen, wir schrauben mal die Befestigungsschrauben für den Motor wieder rein. Noch nicht ganz anziehen, weil wir brauchen ja nachher auch noch das Rätselspiel. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Das Ritzel liegt wunderbar am Hauptzahnrad auf und die Stecker würden auch passen. Das heißt, ich kann mir meinen Einschaltknopf am besten hier positionieren. Schauen wir nur, da hinten ist eine Schraube. Nein, das geht sich alles wunderbar aus. Dann kann ich nämlich auch hier das überschüssige Kabellänge verstecken, da drinnen, und baue mir dann hier noch den Einschaltknopf rein mit einem doppelseitigen. Das muss man noch zurechtschnitzen. So, ich habe jetzt den XP ein bisschen auf die Seite gepackt, denn jetzt geht es dann noch um diesen ominösen Staubschutz, diesen Dusty Motors. Im Endeffekt, wir sehen es hier schon, hier haben wir einen Gummizug, auf der anderen Seite auch,
Klett und ein langes Klettband. Im Endeffekt geht es darum, dieses Teil kann man sich dann nachher über die Peripherie innen drüber spannen und somit ist dann der ganze Bereich dort, wo die Elektronik sitzt, staubgeschützt. Das ist ein trotzdem atmungsaktives Material. Das heißt, es kommt genug Luft zum Motor und Regler, damit die ein bisschen kühlen können. Das heißt, für den Fahrbetrieb selber haben wir hier den Zipverschluss. Wir lassen ihn drauf, machen auf, holen uns Akku raus, Akku rein, zuzippen. Und am Ende des Tages, wenn wir dann wieder zur Hauptreinigung auseinandernehmen, dann kann man das Ganze auch wieder abzippen. Ich werde mal schauen, das Ganze vorbereiten und schauen, wie wir das aufbauen können. So, den ersten Teil habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe den Klettverschluss einmal am Chassis angelegt. Und zwar sieht man das hier schön, hier entlang und auf der anderen Seite auch. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Überzieher hier jetzt einmal fürs Erste schon mal drauf kriegen. Das heißt, wir fädeln es hier ein. Schauen, dass wir hier vorbeikommen. Ihr hört es schon, der Klettverschluss hakt schon ein. So. Perfekt. Und somit haben wir hier schon mal einen optimalen Staubschutz. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch hinten machen. Ja? Also der Klettverschluss geht hier noch etwas drüber. Das heißt, wir müssen das Ganze hier hinten noch auf die Chassisplatte drauf bekommen, damit wir hier den Anzug wirklich schön drüber steifen können. Das heißt, wir werden hier reingehen und auch noch hier ein Klettband drauf geben. Das gleiche auf der anderen Seite. Und schon ist der Wagen fast hermetisch abgeschlossen. So, das war's einmal für jetzt. Ich habe jetzt hier hinten noch die Klettverschlüsse etwas verlegt hier noch, damit man das einspannen kann. Dass die Motors ja Staub fangen. Im Endeffekt geht es eher darum, dass wir hier kein Großmaterial reinschleifen. Es wird natürlich Staub weiterhin reinkommen, aber nicht in den Mengen und es wird sich auch nicht drinnen aufschaufeln. Ja? Und es geht darum, damit man dann nachher, wenn man fertig ist mit dem Fahren, das Ding runterzieht, kurz drüber bläst und er ist wieder sauber. So, ich bin jetzt schon ziemlich weit mit den Einbauten. Ich habe jetzt auch den Empfänger schon eingebaut und verkabelt. Ich habe ja vorher gesagt, die Stecker passen nicht so wirklich. Ich habe aber jetzt keinen neuen Stecker gemacht. Ich habe mir die Stecker einfach zurechtgeschliffen. Und seht ihr hier, habe ich den Empfänger drinnen. Die Kabel hier durch die Öffnung geführt. Jetzt kommt dann nachher der wasserdichte Deckel noch drauf. Der ist extra abgedichtet. Und funktioniert auch ganz gut. Gepairt habe ich das Ganze schon. Und ja, das passt einmal fürs Erste. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist die Servomontage. Das Servohorn, was dabei war, hat 23 Zähne. Das hier hat 25 Zähne. Also der Servo hat 25 Zähne. Und jetzt hätte ich es hier mal eingebaut. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie da so darstellen können. Wie ihr sehen könnt, die Aufnahme wäre eigentlich so gewesen, dass das Gestänge unter dem Servohorn fährt. Ja? Das ist mit dem nicht gegangen, weil dieses Servohorn sehr flach ist. Und ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, eine leichte Neigung drinnen. Was aber noch ist, leider sieht man das da jetzt nicht so gut, der Servo ist ja mit Unterlegsplatten gemacht und ich habe die Unterlegsplatten ganz drunter gegeben und ich werde jetzt die große Unterlegsplatte nach oben bringen, um den Servo ein bisschen tiefer hinunter zu bekommen. Schauen wir mal, ob wir noch Platz haben zur Bodenfreiheit oder generell, ob er noch Bodenfreiheit nach unten hat. Und wenn ich das dann umgebaut habe, hoffe ich doch, dass das Servohorn mehr nach unten steht. Ich werde das erst einmal umbauen und schauen, wie das Ergebnis ist. Okay, die Schrauben gelöst und leider der Servo kann nicht mehr weiter runter. Also wir stehen jetzt schon bei der Bodenplatte an. Soviel ich weiß, es gibt Low-Profile-Servos. Das heißt, die sind im Gehäuse ein bisschen weniger höher. Damit könnte das gehen. Aber fürs Erste werde ich es jetzt wieder zurückbauen, sprich mit den Platten, damit das Ganze schön fest sitzt. Und einmal probieren,
ob diese Anschrägung der Lenkstange irgendwelche Auswirkungen hat. Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Auto, somit vielleicht macht sie auch gar nichts. Ja. Das heißt, schauen wir das wieder zurück, lassen die Platten drinnen, damit der Servo zumindest ein bisschen wegkommt von der Bodenplatte und nicht direkt drauf liegt, nicht jeden Stoß mitbekommt und damit er auch schön arbeiten kann. Ja, und damit man das nicht jedes Mal beim Akkutausch rauf runter gehen muss, gibt es in der Mitte diesen Zipferschluss. Man kommt hier wunderbar zum Batteriefach dazu. Ja, jetzt sagt sie natürlich, das sagt sich der Lukas so leicht, da kommt man wunderbar dazu. Ja, dann würde ich mal sagen, her mit den Batterien. Und probieren wir es ganz einfach. Stecken hier brav im Liposack. Das heißt, einmal die Nummer 1 einsetzen. Und die Nummer 2. Sitzt, wackelt, passt, hat Luft. Perfekt. Dann würde ich sagen, den Klettverschluss auf die Seite bringen, das Ganze fest zuziehen. Und schon können wir die Kabeln verbinden. Einschaltknopf auf der anderen Seite komme ich auch noch dazu, kann ich auch natürlich da durchdrücken, zuzippen und fertig. Karosserie drauf und wir können bashen gehen. So, was kann ich euch jetzt als Fazit sagen? Ich freue mich schon drauf, mit diesem Auto zu fahren. Trotzdem war ich jetzt ein wenig enttäuscht davon. Ich habe mir ja doch ein paar andere Videos angeschaut, bevor ich mich für das Auto entschieden habe. Habe mich auch informiert, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ich habe euch am Anfang alle Produkte hingelegt, die ich dazu gekauft habe zu diesem EXB. So einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, war es nicht. Ja, gewisse Teile waren halt ein bisschen schwierig zum Einbauen. Ihr wisst, unten in der Bodenplatte habe ich noch eine Schraube, die habe ich noch nicht heraus. Da werde ich noch dran tüfteln müssen, wie ich die rausbekomme. Wenn ihr euch auch für das Auto entscheidet. Ja, ich glaube, die Teile, die ich eingebaut habe, sind gut. Die kann ich euch empfehlen. Trotzdem, nehmt euch Zeit dafür und verzweifelt es aber nicht. Ja, ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, das gut einbaut, dann hat man auch Spaß mit dem Auto. Ich wollte euch das nur jetzt zeigen und ihr habt das jetzt live dabei. Das habe ich jetzt alles zum ersten Mal gemacht. Ja. Geht sich davon aus, ihr kauft es, baut es rein und nach 15 Minuten geht es fahren. Das ist es natürlich nicht. Das wird euch zwar in den anderen Videos vielleicht so dargestellt. Bei mir hat es, wie ihr gesehen habt, ein bisschen länger gedauert durch die ganzen Schnitte. Ja, ist es jetzt natürlich kürzer. Aber im Endeffekt, ja, so 2-3 Stunden bin ich schon gesessen, um die ganzen Teile einzubauen. Was muss ich jetzt noch machen? Ich muss den Regler noch auf die Fernsteuerung kalibrieren. Und die Akkus laden. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Video werdet ihr dann meine erste Ausfahrt sehen. Hoffentlich geht nichts zu Bruch. Ich glaube nicht, ich werde am Anfang mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Nicht nur die 128, auch die 18 sind jetzt mein Metier. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und vorbeischaut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.